Das sind alles Erinnerungen. Ganz recht, ich wollte aufräumen. Tja, Pech. Liebe Mama, lieber Papa, ich vermiese euch sehr. Nur noch ein paar Tage. Ich habe immer Heimweh. Ich darf überhaupt nicht an euch denken. Ihr fehlt mir so und ich liebe euch sehr. Ja, ich wollte schon damals nicht wirklich das Haus verlassen. Das hat mein Cousin für mich gemalt. Von Nudelmonster. Badisch-Deutsch. Das habe ich mal als Abschiedsgeschenk bekommen. Basti, falls du das siehst, wir waren mal zusammen in der U-Bahn. Hat er mich ausgestiegen und hat mich gefragt, war es nicht der Basti? Und ich bin mir relativ sicher. Autogramm von Captain Hook, Tony Mono und Peter Fox. Sieht man nur nicht so gut. Sieht man das? Mein Musikgeschmack damals. Alles von Metallica über Bravo, Ronan Keating und Kid Rock. Das ist aus Ypsi-Sendung. Jan Köppen musste sich hochtauschen. Das ist ein Kaugummi, den wollten wir versteigern, von Kanye West. Wirklich. Und da drin ist ein Chip, der sieht aus wie Kim Jong-un. Hier ist eine Postkarte, die habe ich mir selber aus Thailand geschrieben. Um mich daran zu erinnern, ich habe es vergessen. Hallo Zukunfts-Maike, denk dran, wie deine Füße im weißen Sandstrand von Kokut stecken. Deine größte Sorge war es, dass dein Banana Colada in den traumhaften Sandstrand fällt. Denk an den leichten Wind, während du dich auf der Luftmatratze treiben ließ und wie du 5 Tage keine Schuhe anhattest. Deine Vergangenheits-Maike. Das ist die Uterus-Kuh? Dazu beantworte ich keine Fragen. Die Anfänge meiner Videoproduktion, da hatte ich mal eine News-Show gemacht und das sorgsam in Word designt. Und der Jingle ging News und das Beste von heute. Oh, das ist mein Reisetagebuch von Israel. Wenn ich da das Videomaterial wiederfinde, dann mache ich ein Video draus. The Kills. Dies ist der einzige Flyer, der existiert von meiner damaligen Band Güteklasse B. Es ist niemals zu diesem Auftritt gekommen. Puh. Da habe ich immer Leute reinmalen lassen. Das von Aquabrain. Da habe ich Hände gezeichnet. Da haben mir Leute reingemalt. Berühmte Bilder, aber mit Sonnenbrille. Das ist Kunst. Kunst. Kunst, wie man Pancakes macht. To-do. Möpse fürs Glücksrad klären. Bestes Feedback 2017. Länger pissen, hinterpissen kürzer. Arschkrapsch am Anfang nur einmal. Weiß auch nicht mehr ganz genau, was ich da geschnitten habe. Jack White. Na, eine Autogrammkarte von Quink. Das ist meine Neverland Rancher Truhe. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern auf dem Dachboden sind noch viel, viel mehr. Das ist von Dirk. Ja. Das war nämlich aus Borkum. Eine kleine Postkartenbüchse. Ich als Superman. Das war für die praktische Prüfung. Weil wegen den ganzen Lichtern an- und ausmachen, ne? Hurricane Willkommen. Das war 2008, wenn ich mich nicht ganz irre. Das war unsere Packliste. Ich weiß noch, wie ein Mitarbeiter gesagt hat, das ist das unpunkigste und unfestivaligste, dass man sich vorher eine Liste macht. Wir waren 2 sehr geordnete Menschen. Von denen, Opti. Ich bereue das fast, dass ich kein Postfach habe. Oh, von Sabine. Ganz viele Zettel von Mom. Guten Morgen, Frühstück nicht vergessen. Ist heute nicht so besonders, bin tierisch müde, Mom. Guten Morgen, habe den Horrorfilm bis zum Schluss geguckt. War gruselig gut. Einen schönen Tag, Mom. Pum, pum, pum. Frühstück. Das verlinke ich in der Kommentarbox. Das ist zu gut. Captain Köppen and the Unicorn Orchestra mit Boom, Boom. Also My Heart Goes. Boom, Boom, Boom. Ein wunderbares Musikvideo, wo sich alle drum gestritten haben, das schneiden zu dürfen. Und ich hatte die Ehre. Und es war schön, auch mal so Sternblenden zu benutzen. Es war aufregend. Ganz viele Katzenbilder. So eine selbstgemalte. Oh, Lili. Ach Gott. Oh, ist das Schäkel? 10 Schäkel? Ich weiß es nicht. Hier habe ich eine Beschreibung. Information about Space Cake. Take your time. Es steht hier, dass es ungefähr 1,5 Stunden zum Wirken braucht. Man soll geduldig sein. Und dass es so 3 bis 5 Stunden anhält. Neverland Ranch Buffy Fanclub. Oh. Tarantino, White Stripes, die Ärzte mit Sani. Das ist ein Bravo-Artikel, die sind älter als ich. Ich glaube, das sind von 84 oder so. Das war mein Abschiedsgeschenk von Clipfish 2008, 2009. Daniela hat auf dem Po unterschrieben. Ein Vampir-Vlog. Klick. Eine Infografik. Erinnerungswert Spaß auf der Y-Achse.
Und auf der X-Achse blaue Flecke. Je mehr blaue Flecke, desto höher ist der Erinnerungswert. Das geht nochmal drastisch runter. Dann kickt das Adrenalin wieder. Aber das sollte man auch nicht übertreiben, weil danach macht es auch keinen Spaß mehr. Also meiner Berechnung nach 28 blauen Flecken, ist auch Schluss mit dem Spaß. Wow. Das ist, glaube ich, 8 Jahre her. Da habe ich einen Anonymous-Flyer bekommen und dachte, jetzt bin ich cool. Hier steht nur Musik drauf. Werden wir gleich mal einlegen. System of a Down, Tomb Raider und Showtime. Zu Recht unterschätzte Filme. Ganz viele Postkarten von allen Menschen auf der Welt. Ian McGregor, Tarantino, Dinge, Ärzte. Hier mit Assange. Das LCD wird niemals abspielen. Niemals im Leben nicht. In den Blumen, natürlich. Alles liegt in den Blumen. Später. So, keine guten Geräusche. Zerstöre ich gerade meine PlayStation. Nicht erkannt. Und das ist cool. Das war, da hatte ich mal ein Referat gehalten über Tarantino. Er wurde in Tennessee geboren, wurde benannt nach einem Charakter in der Fernsehserie Gunsmoke. The more you know. Fun Fact, Kill Bill heißt nicht nur töte Bill, sondern auch Bill wie die Rechnung, Todesrechnung, Todesliste. Puh. Ich kriege immer die schönsten Karten von meinen Eltern. Die glitzern, oder die haben irgendwas drin. Was ist da eigentlich zu... Oh, ist Tee. Und ich habe ein Pflaster am Fuß. Random fact about me. Ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr ein Teil meiner kleinen Reise in die Vergangenheit wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.